Die Highlights von SVE TV werden präsentiert von der Sparkasse Trier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von SVE TV. Am 34. Spieltag der Oberliga ist heute der Tag der Tage, oder brauchen wir noch ein paar Spiele mehr in der Relegation? Das entscheidet sich jetzt in den nächsten 90 Minuten und wir wünschen euch viel Spaß bei den Highlights zur Partie Eintracht Trier gegen Hertha Wiesbach. Da ist ein Schlitzohr und der hat es ja wahrscheinlich auch schon gesehen, dass da ja Platz wäre. Denn Blankenburg, der hat sich weit nach rechts verzogen. Also, fast wie eine Ecke. Sven König zieht den wohl gleich direkt vors Tor. So, 19. Spielminute, das wird doch jetzt passen und der kommt super und ist immer noch nicht geklärt und Nachschuss Kinscher und boah, Ali, das war sie, die erste riesen Gelegenheit. Also es gibt nichts dran zu deuten, war ein Foul. Ja, aber den sieht er halt einfach nicht. Ja, sah halt sehr, sehr unglücklich aus. Bislang hat die Eintracht hier die Gäste in der Offensive komplett im Griff. Aber halt bis jetzt, denn aus dem Nichts der Schock. 27. Spielminute, Tor für Hertha Wiesbach zum 0:1. Torschütze war die 19. Lukas Mittermüller. Und das ist wirklich hier der Nackenschlag. 27 Minuten, keine wirkliche Toraktion und jetzt genau dieser Freistoßhammer. Geht zurück auf Felix Fischer. Kevin Heinz ist ganz frei auf links. Er kriegt jetzt auch den Ball. Vielleicht einen Ticken zu weit, aber er hält ihn im Spiel. Selentin kommt dazu. Flanke auf Amberg. Neben das Tor. Für Jason Kaluanga. Wimmer flankt in die Mitte. Da ist Brandscheid. Kriegt den Ball aber nicht fest. Da ist König. Oh, und König. Mutterseelen allein. Da rauft er sich. Da rauft er sich und ich fühle da mit ihm. Muss ein bisschen warten, geht aber jetzt an Runko vorbei. Ja. Kaluanga hilft auch noch aus. Jetzt die Flanke in die Mitte, kommt zu Dominik Kinscher. Kinscher legt ab in den Lauf von König. Elfmeter. Und es gibt den Elfmeter. Kinscher in der 47. Minute. Ball ist noch nicht freigegeben. Denn Jan-Erik Breuer will sich das aus der ersten Linie anschauen und Kinscher rutscht aus. Und Ball landet deutlich über dem Tor. Kaluanga auf Wimmer. Wimmer zu Kinscher. Kinscher jetzt nicht aus allen Lagen, möchte man ihm zurufen. Macht auch nicht. Spielt nochmal raus zu Kaluanga. Und Wimmer vor dem Tor. Oh! Und ein kleiner doppelter Abstauber und es war wieder Jan Brandscheid. Ja, warum denn einfach, wenn es auch kompliziert gibt. 51. Minute, das Moselstadion steht, die Eintracht gleicht aus. Boah, was bin ich so happy, was bin ich so happy. Ja. Also die Eintracht wischt sich hier sofort den Mund ab. Erst Wimmer mit dem Schuss, dann König, der will's ausgucken und dann Ball geblockt und Brandscheid, der abstaubt. Hebt den Arm, chippt den Ball nach vorne, kommt nicht durch. Landet bei Kevin Heinz. Kevin Heinz chippt auch nochmal durch, kommt aber wieder nicht durch. Kinscher, Kinscher! Ja! Und diesmal passt es! Und diesmal war es der King! King Kinscher besorgt hier das 2:1. Und wieder sind es nur wenige Minuten, die die Eintracht hier mit dem zweiten Tor braucht, das nachzusetzen. Und da lässt er sich feiern in der Ostkurve. King Kinscher, das tut gut und das freut mich, weil er da eben so unglücklich ausgerutscht ist. Und das Ganze nochmal zum Genießen. Kinscher zum ersten. Und da kann Blankenburg noch klären. Dann der kurze falsche Klärungsversuch von Steven Simon. Und dann
braucht er nur abzustauben. Der Mann mit der Nummer 18, Dominik Kinscher, der Wahnsinnskerl. So, danke Ali. So, aber der zweite Ball ist wieder bei der Eintracht. Den hat Jason Kaluanga. Auf Kinchi, der sucht jetzt Sven König. Der stiehlt sich da hinten weg. Kopf vor Brand. Langburg an den Ball. König! Heute ein König! Und jetzt ist hier das Spiel mehr als komplett gedreht. Es ist komplett zugunsten der Eintracht gewendet. Und es ist dieser in Großaufnahme lachende zu Dominik Kinscher und Josef Sinalaufende Sven König, der hier das 3:1 besorgt. Und auch das zum Genießen. Toller Pass von King Kinscher. Und dann ist da König vor Blankenburg am Ball und schiebt ganz locker ein. Also, doch noch ein Feiertag hier im Trier-Mosel-Stadion. Im zweiten Durchgang, jetzt Kinscher gut rausgegeben auf Kevin Heinz. Auf der linken Seite auch wieder ganz viel Platz, die Flanke ist gut. Debra kriegt den nicht gedrückt. Kinscher verzieht. König hält den Ball gut wieder in den Reihen. Er gewinnt auch viel mehr Zweikämpfe als im ersten Durchgang. Macht eine gute Partie im zweiten Durchgang. Kevin Heinz jetzt auf links auf Dominik Kinscher. Jetzt Kinscher am 16er. Gegen zwei. Immer noch Kinscher. Legt jetzt ab auf Sven König. Der schießt. Blankenburg lässt prallen. Oh, Mannschaft. Nochmal Blankenburg. Und dann Eckball für die Eintracht. Also Chancen jetzt hier im Minutentakt. Für unsere Eintracht. Ball kommt trotzdem bei Simon an. Oh, gefährlicher Schuss von dem neuen Mann. 83. Minute und es ist der erste Knaller für Deno. Immer noch Linus Wimmer hat er gut gegen Bido und dann ist immer Kayoko da. Ja, also Zweikampfhaltung hier à la Bonheur. Kein Abseits. Esmel. Esmel. Oh. An den Pfosten. Da macht er eigentlich alles richtig. Guckt den Torhüter aus und dann das Aluminium. Also. Bringt die Ecke nochmal was ein. Die kommt weit, die kommt lang. Blankenburg, Endstation. So, also. Die Eintracht gewinnt das letzte Spiel der Saison. Kommt auf unglaubliche 79 Punkte. Und steigt zunächst noch nicht direkt auf. Die Relegation, die ist uns schon sicher. Wenn es so kommt, dann spielen wir gegen Stadtallendau und aktuell Freiberg aus Baden-Württemberg. Aber ihr habt alle gelesen, es gibt noch eine wichtige Verhandlung vor dem Schiedsgericht am Dienstag. Das bedeutet, wenn dort zu unseren Gunsten entschieden wird, dann würden wir auch sofort aufsteigen. Warten wir einfach mal ab, was die nächste Woche am grünen Tisch bringt. Wichtig ist, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben wieder Rückschläge weggesteckt, was wir schon die ganze Saison über so bravourös tun. Und wir haben die 4043 Zuschauer, die heute wieder den Weg ins Moselstadion gefunden haben, auf jeden Fall nicht enttäuscht. Die blau-schwarz-weiße Party, sie wird erstmal verschoben. Perfekt, danke. Freiburg, 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 Frei
Okay, wunderbar. Vielen Dank. Ja, herzlichen Glückwunsch, Josef Sinar. 3:1 gewinnt deine Mannschaft zu Hause. Ja, wenn Kontenheim uns geholfen hätte. Aber ich meine, das ist rein hypothetisch. Wie stolz bist du auf deine Mannschaft, weil sie hat wieder Moral gewiesen. Sie hat den kleinen Nackenschlag, dann der Elfmeter unglücklich ausgerutscht und trotzdem kam deine Mannschaft mit voller Wucht wie immer zurück. Es ist 0,0 Platz für eine Enttäuschung. Wir sind einfach nur stolz auf diese Jungs, wie sie durch die ganze Saison marschieren, wie wir kämpfen, wie wir Fußball spielen, wie wir in Spiele wieder uns zurückbeißen. Spricht für den Charakter der Jungs und das war heute auch einfach sinnbildlich. Wir haben uns in der ersten Halbzeit schwer getan, war die Handbremse noch ein bisschen oben. Der ein oder andere musste die Beine frei bekommen und den Kopf und das haben wir in der Halbzeit dann hinbekommen und dann haben sie in der zweiten Halbzeit so gespielt, wie wir uns das wünschen. Absolut. Wiesbach hingegen, muss man sagen, das 1:0 kam wie aus dem Nichts. So die wirklichen Torschancen hatten die Gäste aus dem Saarland nicht. Aber sie haben es deiner Mannschaft auch überhaupt gar nicht einfach gemacht. Ja, ich fand, Wiesbach hatte eigentlich gar keine Tormöglichkeiten und gehen trotzdem 1:0 in Führung. Wir waren in der ersten Halbzeit zu behäbig. Wir haben zu spät geschaltet und dadurch hatte es Wiesbach recht einfach, uns zu verteidigen. Aber wir hätten selbst in der ersten Halbzeit auch in der einen oder anderen Situation ein Tor schießen können. Nur dafür waren wir einfach in der ersten Halbzeit nicht gut genug, muss man so sagen. Jetzt haben wir die ärgerliche Situation, dass wir gar nicht wissen, was jetzt dieser Sieg heute wert ist. Wie gehst du damit um? Wie kommunizierst du das mit der Mannschaft? Wir nehmen einfach das Positive mit. Wir haben in der kompletten Endrunde nicht ein Spiel verloren. Wir haben jeden Gegner mindestens einmal geschlagen. Haben bis dato eine Top-Rückrunde bzw. Playoff-Runde gespielt. Und das wollen wir jetzt in diesen letzten zwei Spielen noch mal zeigen und alles raushauen. Die Unterstützung, denke ich mal, der Stadt von den Zuschauerrängen, die dürfte euch ziemlich sicher sein. Ja, einfach nur mega, ist fantastisch. Ist ein Gefühl, als wenn du bei einem Zweitligisten angestellt bist. Auch jetzt nach dem Spiel noch minutenlang Jungs uns am Feiern und hat sich die Mannschaft einfach verdient und ich hoffe, dass dann in diesem einen Relegationsspiel hier zu Hause nochmal die Bude brennt. Das absolut, wenn das so sein sollte. Stuttgart. Ich höre gerade, wir würden gegen die Stuttgarter Kickers spielen. Deswegen sollte die Klage beim Verband jetzt nichts bringen und sollte die Eintracht in die Relegation müssen. Wie sieht dann der weitere Fahrplan aus bis zu den zwei Relegationsspielen? Ja, Stand jetzt spielen wir erst im zweiten Spiel. Das heißt, die Jungs kriegen jetzt zwei Tage frei, erholen sich ein bisschen und dann gehen wir normal in die Trainingswoche rein. Dann ist vielleicht auch etwas klarer, wer die Gegner sind. Wahrscheinlich ist Stadtallendorf ist klar und wahrscheinlich Stuttgarter Kickers, da freuen wir uns natürlich drauf und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, die Gegner zu beobachten. Das werden wir natürlich machen und dann werden wir uns wie auf jedes andere Spiel gut vorbereiten.